die dann enttäuscht werden letztendlich. Denn es passiert natürlich nichts. Oh Gott! Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir die 13. Folge von Fallout 4 in VR. Lang ist es her, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, habe die Prioritäten woanders gesetzt, aber wir müssen leider auch, was heißt leider, wir müssen die Reise fortsetzen, bevor wir uns vielleicht etwas anderem widmen. Ich habe da schon ein Spiel im Hinblick, welches ich als nächstes als Ziel setzen werde. Aber ein letztes Mal, um den alten Zeiten willen, und für Claire schauen wir uns nochmal VR Fallout 4 im Ödland an. Und ich würde sagen, los geht's. So, hier sind wir also wieder. Ich habe es nicht vermisst. Es ist ruhig. Es ist so ruhig. Wir haben aber Gegner vor uns. Okay. Ich kann mich erinnern, dass Ghost da runtergesprungen ist. Dieser waghalsige Bastard. Da winselt er. Hofft, ich komme runter und rette ihn. Selber schuld, wenn du runterspringst. Ganz ehrlich. Ich habe dir nicht das Kommando gegeben, runterzuspringen. Naja, was soll's. Joch. Wie sieht's mit meinen Waffen aus? Auf gut Deutsch würde ich sagen, sieht nicht so gut aus. Ein bisschen haben wir noch. Wir sind zu den härteren Geschützen wechseln. Okay, dann wollen wir mal. Ich brauche eine bessere Position. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Das war keine gute Idee. Und genau in dem Moment muss ich nachladen. Ist das dein Ernst? Scheiße. Jetzt habe ich da eine Mine hingelegt. Die Musik passt halt null dazu. Wo ist die Actionmusik? Gut, den haben wir. Die Hoffnung, das Licht auszumachen, gibt mir das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Aber das Problem ist, ich sehe genauso wenig. Ich erhoffe mir dadurch. Oh, shit. Einen Vorteil. Aber das ist Blasphemie, das ist reine Blasphemie. Okay, da hast du deine Musik, Fox. Ich habe keine Ahnung, von wo die Schüsse kommen. Ich weiß nur, ich sitze hier wie auf dem Präsentierteller. Aber ich bin schnell wie ein Fuchs.
Laut Radar sehe ich nichts mehr. Ah, Ghost, gut. Nummer 1. Nummer 2 meine ich. Such und zerstöre. Gut, schön, dass es dir gut geht. Oh, siehst du nicht, du siehst nicht gut aus. Du siehst gar nicht gut aus. Das gibt Flecken. Okay. Irgendwie sind alle weg. Ich glaube, die haben Angst bekommen. Zu Recht. Dann looten wir jetzt nach dem ganzen Scheiß. Es wird bald hell. Zu meinem Vor- und auch zu meinem Nachteil. Aber ich denke, die meisten haben wir. Genau. Und dann würde ich sagen, diese Region gehört jetzt unser. Die restlichen schalte ich auch noch aus. Und dann müssen wir uns überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Ich schätze mal, das wird heute die letzte, vorerst die letzte Folge von Fallout 4. Wie ich vorhin schon sagte, habe ich schon eine Idee, was ich als nächstes in Angriff nehmen werde. Ein sehr bekanntes Spiel, aber immer noch was Besonderes, da es jetzt, was heißt jetzt, seit geraumer Zeit für VR verfügbar ist. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, ihr schaut einfach mal rein. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Scheiße, Legendary! Okay. Hab ich dich. Das war wohl nix. Genau. Und dann schauen wir weiter. Ich loot hier den ganzen Scheiß. Und dann sehen wir uns gleich. So, dann sind wir zurück. In unserer kleinen Base. Kurz meine Ausrüstung aufgestockt. Ein paar Dinge gescrapped. Und das Ziel ist markiert. Und zwar werden wir uns dieser Quest widmen. Cleaning the Commonwealth. Cleaning out Wick Shipping Fleet Lockup. Ist in der Nähe und zwar hier unten. Öffne, place a marker. Yes. Dafür haben wir unser Scout jetzt. Und zwar hier. Und ich sage, los geht's. Sind wir richtig? Ist das wirklich der Weg? Natürlich nicht. Bin wieder falsch gelaufen. Aber hier. Okay. Da ist auch eine kleine Farm, sehe ich auf dem Kompass. Die ist allseits bekannt für die Leute, die Fallout 4 schon gespielt haben. Ein nettes Stübchen mit einer Handvoll Siedlern, die Gemüse anbauen, versuchen hier im Ödland Fuß zu fassen. Oh, Drecksfliege. Danke für deine Hilfe. Und ja, dann sagen wir da kurz Hallo. Schön die Waffe einziehen, damit sie wissen, ich komme ohne feindlichen Absichten. Die können wir besiedeln. Oh, eine kleine Katze. Na? Die virtuellen Katzen sind komisch. Hallo?
We're a peaceful farm. We don't want any trouble. Mm-hmm, me too. Neither do I. Just passing through. If you say so, but be warned, we're armed here. So don't try anything. Let me tell you, farming ain't easy. Out in the field all day, every day. And every minute of it. Spent watching your back. What kind of crops do you grow here? Mostly potatoes so far. But we're starting on melons. Blake Abernathy. You new to the Commonwealth? Yes. And no. It's a long story. Either way, good to see a new face. How about you? Ever think about working the land? Don't know. Never really thought about it. No, neither did I. I was born into it. Word of advice, if you do start up a farm, be ready to deal with the raiders. Why do all the hard work when you can just take what you want at gunpoint? Bastards, all of them. Last time the raiders hit us, my daughter Mary tried to stand up to them. Now she's buried out back of the house. Only 21 years old, and they shot her down without a thought. That's why we need the Minutemen back. And the sooner, the better. Minutemen? So you know him, then. You mean Preston Garvey's crew? Have you been around so much lately? He's over in Sanctuary, trying to rebuild the Minutemen. You don't say. That's close by. If he'd only been there earlier, Mary may still be alive. I don't have much to offer, but those raiders that killed Mary, they took her locket too. It's been in Connie's family for generations. If you could get it back, it'd mean a lot to us. Yeah. Was, wirklich? I took care of some raiders earlier. I think I found the locket you're talking about. You serious? That's great news. Connie's gonna be speechless. I'm sure she'll go lean on her prices after what you've done. And feel free to use our workshop. Least we can do. Hab ich? Okay. Wusste nicht. Auf jeden Fall gehört jetzt diese Farm uns. Wir können hier bauen. Machen wir aber jetzt nicht. Denn die Farm interessiert mich so gut wie gar nicht. Wir gehen weiter zu unserer Quest. Und zwar müsste das diese kleine Ortschaft sein. Ortschaft in Anführungszeichen. Da hinten sind zwei Bloatflies. Machen wir mal ein bisschen sneakier an die Sache ran. Denn ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, was dort auf uns lauert. Ich kann mich erinnern auf jeden Fall, dass es nicht ruhig war. Okay, dann wollen wir mal. Ich glaube, hier gab es Raiders. Boah, nein! Ghouls. Fucking Ghouls. Da streift er. Aktivieren wir mal den Dude hier. Protection. Was war das nochmal? Ich hatte es nachgelesen. Welche Personality die Protectrons haben. Und welche Unterschiede das macht. Subway war greifen an, wenn man kein Ticket hat. Greifen an, wenn man eine Waffe hat. Greift an, wenn man etwas Brennbares in der Hand hält. Glaub, heilen tun sie jetzt nicht, aber greifen auch nicht an. Und Construction Workers greifen an, wenn man kein Sicherheitshelm aufhat. Deswegen gehen wir zur Polizei. Ah.
Und dann sollten sie... Ich weiß nicht, dass es mich angreift. Wir werden sehen. Straight up. Protectron on duty. Gut, mich greift er nicht an. Dann säubern wir mal hier die Gegend. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Checking. Ich fand das gerade ein bisschen zu einfach. Gerade. Wenn da kurz rein. Gary. Gary, soll mir das was sagen? Gary. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollte das mir auch nichts sagen und mich nur verunsichern. Ich wollte einen sauberen Headshot machen. Es hat nicht so ganz funktioniert wie geplant. Wicked Business. Blake, I want you to listen to me as a brother here. This whole deal with Eddie is wicked shiesty. I mean, what kind of business partner? Friends to the deal doesn't go his way. We are in way over our heads. I can't see a way out of here. Boah, hört er sich komisch an. Okay. Seine Stimme hat mich ein bisschen irritiert. Oh, Munition. Fast übersehen. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Das ist viel zu ruhig. Meine Munition. Und ein Safe. Okay. Ja, ist leicht verbuggt. Ich weiß auch nicht, was gerade los war. Also irgendwas stimmt mit dem Schlösserknacken nicht. Ich verballer jetzt alle meine... Yes. Ja, richtig strange. Okay, Waffen waren auf jeden Fall drin. Und etwas Munition. Munition begrüßen wir immer herzlich. Aber Schlösser knacken war jetzt gerade nicht so nur Spaß. Yeah, critical hits with unarmed and melee attacks permanently do plus 5 damage. Sehr schön. Und ein Schlüssel. Okay. Cargo Manifests. Uranium Pellets. Uranium Pellets. Fuel Cells. Waste Material. In Mass Fusion und General Atomics.
Do not deliver straight to the client, especially not before we change the papers. Do you have me or Tim do a pass over the cargo and sign off? This is a big, guys. Don't screw up, unless you want to end up like that last freaking idiot who delivered the full cargo and put our asses in hot water. Boss man, Blake. Mal kurz das Journal checken. Clean out. Ja, mehr haben wir nicht, aber wir haben... Hallo? Katzen? Wir haben auf jeden Fall hier irgendwo Koordinaten bekommen. Ich denke mal zu den gegebenen Orten. General Motors, Atomix. Aber dennoch nichts Besonderes für uns. Sicherheitshalber den Ghoulen immer in den Kopf schießen, um sicherzustellen, dass auch ja nichts passiert. Hey. Nein. Okay. Scheinbar haben wir hier den Ort gecleant. Leute, ich habe mehr erwartet. Ich habe viel mehr erwartet. Aber dafür haben wir gut Asset gefunden. Wie ihr wisst, brauchen wir Asset. Asset ist das zweitwichtigste neben Blei für unsere Munitionherstellung. Hey, oh Gott, Digga. Na okay. Dann ab zur nächsten Mission. Neuer Morgen, neues Glück. Neues Ziel acquired. Und zwar Mass Fusion Containment Sheet. Shed? Sheet? Auf jeden Fall, da müssen wir hin, geradeaus. Ein Gebiet, wo ich bisher noch nicht war und nicht weiß, was auf mich zukommt. Auf dem Weg habe ich ein paar Ghule umgenietet. War nicht so schwer. Easy. Easy going. Mass Fusion? Hört sich interessant an. Ich hoffe, meine Erwartungen werden jetzt nicht geschmälert. Wie vorhin gerade. Und ich hoffe, wir schaffen das auch binnen 10, 15 Minuten. Denn mehr möchte ich eigentlich nicht, da ich ja meine Aufnahmen kurz halten möchte. Was zum Teufel ist das? Das ist eine Kägerlag. Ich dachte gerade Ameisen. Ameisen kommen doch erst später. No Spoiler. Okay, genau vor uns. Birdie Birds. Ein Friedhof. Friedhof, Leute, sollen wir da hingehen? Ich bin mir nicht sicher. Der lädt mich so ein, dem einen Besuch zu erstatten. Wahrscheinlich finde ich ihn mehr interessanter, als er eigentlich ist. Zumindest glaube ich. Was? Was? Was ist los? Was soll der Sound? Hör auf! Hören Sie auf damit! Das schürt nur Erwartungen, die dann enttäuscht werden letztendlich.
Denn es passiert natürlich nichts. Oh Gott! Okay. Okay. Ich habe verstanden. Looten und dann raus. Ja, das nennt man Grabschänden. Was? Mann. Was ist los? Von wo kommen sie denn alle her? Eide. Aus dem letzten Loch kommen sie rausgekrochen. Machen die mit Absicht. Lauern in der Ecke, warten, bis irgendwelche Opfer kommen, Opfer wie ich, um dann im richtigen Moment zuzuschnappen wie eine Venusliegenfalle oder so. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass ich gut bewaffnet bin. Aber was sollte jetzt dieser Ton? Was hat das mir gebracht? Letztendlich nichts. Was ist das? Supermutants. Das sehe ich vom Weiten schon, dass es Supermutants sind. 3 an der Zahl. Not my business. Eieiei, was ist das? Das müssen wir uns näher anschauen. Ein riesen Airplane. Ich habe gerade vergessen, Tragfläche, eine riesen Tragfläche. Okay. Interessant. Skyline Flight. Ja, ich kann leveln, ich weiß. Ich möchte aber gerade nicht. Oh, Dreck. Ich kann es immer wieder nur wiederholen. Im Gunstock zu spielen ist halt echt Deluxe. Finde ich, zumindest. Ah, wir müssen, sorry. Ich hab vergessen, kann ich gerade? Okay, dann war nur das Schloss vorhin verbuggt. Und nicht meine, Controls. Got it. Ja. Denn, wie wir wissen, Lockpicks findet man in Koffern. Denn Lockpicks sind nichts anderes als Haarklammern. Und wo findet man Haarklammern? In Koffern. Oh, komm. Die Lockpicks, die ich gefunden habe gerade, im gleichen Moment wieder verloren. Aber wegen den Lockpicks sind wir nicht hier. Auch wenn das eine schöne Quelle ist, um Lockpicks zu farmen, ist glaube ich das falsche Wort. Zumindest bei dem Spiel. Ein gutes Attachment. Ja, ich glaube, der ist über uns. Sehen wir einen fucking Ghoul. Nice. Military. Braucht man nicht. Ich möchte noch mal zum Cockpit. Ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass irgendwas noch am Cockpit
Hey. Hey. Was denn da irgendwas ist? Oh. Gerade habe ich Gunstocks noch so gelobt. Und dann hat mir das Tracking einen Strich durch die Rechnung gemacht. Passiert. Er spitzt gerade mega ab. Aber ich bin gehypt. Aha, ich hab's gespürt. Do 5% damage against my lurks. I hate my lurks so much. Und zum Cockpit. Was haben wir denn hier? Flight Data Recorder. War das wichtig? Guck mal kurz das Inventar durch. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das wichtig war. Jetzt Henmas. Ein gutes. Got it. Nichts. Noch nichts. Enttäuschend. Enttäuschend. Also für das, dass es die letzte Folge ist, ist nicht sonderlich viel passiert. Ein paar Schreckmomente. Aber alles nur heiße Luft. Alles nur heiße Luft. Oder auch nicht. Das ist unser nächstes Ziel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute noch schaffen. Ehrlich gesagt, möchte ich nicht da rein und dann durchrushen, nur um die Zeit hinzubekommen. Aber ich denke mal, das ist jetzt eigentlich der ideale Cliffhanger. Was sagst du, Ghost? Ghost ist gespannt. Ich denke, das machen wir. Wie gesagt, das ist erstmal vorerst die letzte Folge. Bis mich die Motivation wieder packt. Und falls sie mich packt, man weiß nie, früher oder später, werden wir uns hier nach Mass Fusion begeben. Wie man jetzt von der Figur vorne sieht, dreht es sich um Mr. Handy, also eine Roboterfabrik. Wir werden wahrscheinlich robotische Gegenwehr erwarten können. Claire kann uns da bestimmt sicherlich einiges sagen. Komisch, Claire haben wir heute gar nicht benutzt. Ich hoffe, sie ist nicht allzu sauber. Na, hier ist schon Hundegejaule. Ja, seid nicht traurig. Ich komme ja wieder. Und dann habe ich auch Kugeln für euch. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.